Ich befinde mich doch noch einmal in der Schmiede von Let's Play Final Fantasy 9. Der Omega hatte mich darauf hingewiesen. Dankeschön. Ich hatte es in der letzten Folge auch aufgrund der Zeit nicht mehr gemacht und ich hatte es auch vergessen. Je nachdem, wie oft man hier rein rausläuft, kann dieser Soldat hier ankommen. Und wenn der Soldat angekommen ist, kann man mit ihm reden. Diese Schmiede hier ist vom Feinsten. Sieh dir mal diesen strahlend glänzenden Hammer an. Den habe ich mir aus einer alten Bratpfanne anfertigen lassen. Okay, ein Hammer aus einer Bratpfanne. Ja, okay. Aber was hat es mit diesem Hammer auf sich? Das ist Thors Hammer. Ist es der hammerige Hammer? Ist da der Hammer dran? Hängt der Hammer noch an der Wand? Das erfahren wir ganz viel später, was es mit diesem Hammer auf sich hat. Mehr oder weniger, glaube ich. Weiß auch nicht mal, wo der Hammer hängt, aber irgendwo hier. So, ich treffe euch, oh, nee, wisst ihr was? Ich habe noch was anderes übersehen, beziehungsweise nicht zurecht erkannt. So an Nebendingens. Ich meine, das ist zwar eigentlich lächerlich, aber hier gibt's Monka-Kaffee. Unser Kaffee, jetzt noch besser. In jedem Monka, jetzt noch 10%. Zurück. Bohnen drin. Bohnen. Bohnen drin. Der lässt mich hier nicht Seite. Bohnen. Er wirbelt an die Bohnen. Lass mich los. So, ich sehe euch am Taxenstand wieder. Und bis gleich. Und der Papa ist da. Also der beim letzten Mal nicht da war. Matrosenpapa. Papi, Papi, wo bist du denn heute hingeflogen? Der Dolf, der Lundgrim, zur Landesgrenze, macht er, Schatz. Und wie sieht's aus am Südentor? Ziemlich übel. Die Reparaturen werden noch eine Weile dauern. Das ganze Ding ist ja mehr oder weniger in die Luft geflogen. So, jetzt sehen wir mal, wie un... wie nennt's das? Wie wir jetzt einkaufen? Wie un... Dings, das Dings ist. Also, wie gut durchstrukturiert das Spiel ist. Was ist das denn hier für eine Nuss? Sie riecht süß und sieht schmackhaft aus. Ich kaufe mal eine. Moment mal. Waren wir in der letzten Folge nicht an der gleichen Stelle und das Ding war ausverkauft? Hier an den Geschäften Limblooms gibt es lauter seltsame Sachen. Wahrscheinlich geht das Spiel davon aus, dass ich zuerst hier in die Taxistation gegangen wäre, damit vorher dieses ATE kommt. Kann man das essen? Es sieht jedenfalls ungefähr so aus wie die Kieferkrapfen, die Großvater immer gebacken hat. Dann... Na, was soll's, aber bei diesen Fjölchen, Amphörchen und so was, die da draufstehen, weiß ich nicht so recht, ob man da Krapfen reinholen sollte. Heute letzter Tag des Jagdfestival-Schlussverkaufs. Toll, ein Festival. Das muss ein großes Ding sein, eine große Veranstaltung, dieses Festival. Entschuldigung, ich hätte gerne das hier. Ich nehme an, du hast ein paar Mugris. Mugels! Als Freunde, oder? Warum denn? Weil das ein Kuponus ist für Mugris. Mugels! Die größte Delikatesse. Ach, so ist das. Das wusstest du also gar nicht? Naja, da es die letzte ist, die ich habe... Schenke ich sie dir, weil du so wahnsinnig süß bist. Danke, Pon. Kuponus erhalten. Übrigens, was ist denn das Jagdfestival? Ach, die lassen da ein paar Tiere in der Stadt frei und... Toll, ein Tierfestival. Das klingt ja nach Spaß. Vielen Dank. Oh, da ist aber jemand Feuer und Flamme. Dabei ist es ein blutrünstiges Mordspektakel. Hoppla, wo ist der denn hin? Tiere schön und gut, aber Tiere sind eben nicht gleich Tiere. Oh la la, das hört sich nach gefährlichem Zeugs an, was da rumlaufen soll. Aber man kann sich bei dieser Menge an Informationstäfelchen und Infobroschüren hier überall rumliegen und Anschlagtafeln, kann man noch gar nicht alles sich daran erinnern, was das so ist. Die nächsten 3 Tage verkehren die Lufttaxen wegen dem Jagdfestival nach dem Sonderfahrplan. Die Lufttaxen Verwaltung. Na, was für ein Sonderfahrplan. Hoffentlich fahren die immer. Heutzutage gibt es ja die Lufttaxen, aber früher sind wir noch auf Chocobos geritten. Damals hat man 1 Stunde gebraucht, um von hier ins Theaterviertel zu gelangen. Wahrscheinlich, weil du dich die ganze Zeit verlaufen hast. Und bitte genießt ihr euren Aufenthalt. Ich glaube, das sagen hier später viele. So, ich werde nicht jede Fahrt zeigen, wenn ich sage, ich gehe zurück zum Taxendingens. Man kann jeweils immer eine von 3 Auswahlen treffen. Theaterviertel, Industriegebiet oder hier Einkaufsviertel. Aber das ist nur bei den anderen Stationen möglich, weil ich bin ja gerade im Einkaufsviertel. Das macht keinen Sinn, einzusteigen, dann wieder auszusteigen. Oder nach Schloss Lindblumen. Aber fliegen wir zum Schluss hin. Ich möchte erst ins Industriegebiet. Ich meine, Dieb ist heutzutage ja keine so einträgliche Profession mehr. Ich meine, man kämpft die ganze Zeit gegen widerliches Getier und versucht tausende Male irgendwas zu klauen, was nie funktioniert. Und dann wird man das noch nicht mal für ein wahnsinniges oder einen wahnsinnigen Betrag los beim Einkaufs- oder Verkaufsladen. Nee, 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 nee. Das ist kein gutes probates Mittel mehr. Bitte genießt euren Aufenthalt. Ich glaube, hier genießen wir erstmal gar nicht. So, eine Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Die Lufttaxen sind unser Lebenszweck, unser ganzer Stolz. Wenn du einsteigst, dann zieh bitte deine Schuhe aus. Können denn da keine Abstreifmatten oder sowas herstellen? So, hier war augenscheinlich keine Anschlagstafel oder sonstiges. Zumindest noch nicht. Aber keine Sorge, die Zeit, die ich jetzt hier verbringen werde, ist etwas weniger.
Hoffe ich zumindest, als in der letzten Folge. Status Sith der 8. Entwickelt 1762 ein Luftschiff, das mit der Kraft des Nebels fliegt. 1771 bringt er mit seiner Luftschiffflotte den Frieden über den Kontinent, indem er alles wegbombardiert. Oder so. Er liegt 1780 seiner schweren Krankheit und gibt den Thron weiter. In Lieb und Gedenken an meinen Vater Sith. In meinen Vater Sith der 9. Wer ist jetzt eigentlich der aktuelle Herrscher? Ist das Sith der 9? Habe ich nicht aufgepasst? Man weiß es nicht. The Hank. Dieses Steindenkmal hat der letzte, jetzige Großherzog errichtet, als Sith der 8. von uns steht. Ah, er beantwortet also meine Frage. Das ist sehr liebenswürdig. Und hier finden wir einen versteckten Lederarmreif. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir einen nicht kaufen müssen. Aber das passiert uns jetzt noch öfter. Ist halt alles scheiße geplant von ihr hier. Ich bin halt kein Überbernd oder sowas. Oh, das sieht nach einer Duellarena nach dem Schild zu urteilen aus. Wir ziehen um. Ich bin mit meinem Laden ab jetzt auf dem Fallgerplatz im Einkaufsviertel zu finden. Ladenbesitzer Dagobert. Augenscheinlich hat das alte Gebäude nicht mehr für seinen Geldspeicher gereicht. Oder so ähnlich. Auch unter dem habe ich doch gerade der Hank. Der habe ich doch gerade gesprochen. Warum gibt es unter den Ingenieuren nur so viele verschrobene Exzentriker? Und was findest du besser? Der Merlin. Der Brando. Vorne ist immer gut. Nein, das ist absoluter Unsinn. Hinten ist es wesentlich effizienter. Wenn der andere vorne im Luftschiff ist, ist die Gewichtsverteilung vielleicht besser. Aber die Leistung stinkt beträchtlich. Reputation verbessern. Ich sehe schon, du hast Ahnung. Die meisten glauben ja nicht. Alles Banausen. Bringt man den Angriff hinten im Luftschiff an, dann wird deine Leistung viel besser umgesetzt. Wie wäre es denn, wenn man vorne und hinten einen Antrieb anbringt? Ich meine, dann könnte man so einen Doppelantrieb mäßig machen. Guss. Aus einem Guss ist er. Das ist schon was Einmaliges hier. Häuser aus Stahlbeton bekommt man jedenfalls in keiner anderen Stadt zu sehen. Okay, das ist Steampunk, aber Stahlbetonhäuser? Stahlbetonhäuser? Gab es Stahlbetonhäuser zur Zeit der Dampfmaschinen und Zeug? Ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt macht er. Uppalala, hidaduda. So, hier, Hölle Neuntorf. Gibt es nur bei uns. Kneipe mit Rechtsanspruch oder was da stand. Widget. Es wird der 8. auf, der in die Nebelabtriebe zurückgehen. Der hat eine Katze als Haustier. Und da er das Vorbild aller Ingenieure ist, halten wir uns auch alle eine Katze. Ach, diese schönen Nebeninformationen, da macht das Spiel tatsächlich Sinn. So, und hier finden wir einen Bronzeharnisch. Und hier steht ein Billy. Oh, hey, was ist das? Das war ja bloß in diesem Topf da. Ich meine, was war das bloß in diesem Topf da? Ja, ein Bronzeharnisch. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ein Harnisch in einen gewöhnlichen Topf passt, aber solange sie den nicht kochen wollen, wobei ich mir bei dem Typen hier nicht allzu sicher wäre. Roscoe. No. Nach der Arbeit gebe ich mir jeden Abend die Kante. Hört sich gut an. Ich mach demnächst mit. So. Opa Sigi. Es ist ja besessen von ihrem Gurkenstand. Sie hat überhaupt keine Augen für mich. Wenn sie dann zwischen mir und den Gurken wählen müsste, ich denke, sie würde die Gurken nehmen. Ja, Gurken dienen damit so. Mille. Nicht wahr? Oh, bitte entschuldigt, aber Höllen-Einwurf ist leider aus. Hört sich scharf an, das Zeug. Höllenscharf. Sprich mit mir! Sprich mit mir! Gib dir nicht die Kante, gib mir was ab! Kucho. Welche Erfrischung. So, was steht da? Luftschiff Tagesblatt. Hildegard 2 wird nicht fertig. Die Arbeit am neuen Luftschiff Hildegard 2, das vollständig ohne Nebel betrieben werden kann, wurden vorübergehend eingestellt, da technische Probleme aufgetreten sind. Was man auch von einem Juckzirpen hören, als alias Herrscher auch erwarten. Hallo Sindan, du kamst genau richtig. Ich habe da wieder ein neues Rezept ausballendofert und du darfst der Erste sein, der es probiert. Ein andermal, ich bin gerade völlig satt. Schade, wirklich schade. Obwohl so eine Portion Höllen-Eintopf. Aber wenn da irgendwelche Zirpenschenkel eingekocht sind. Na, da will ich doch lieber drauf verzichten. Oh, habt ihr das gesehen? Da oben die heiße Frau, die da lang lief. Holla, die Waldfee hatte die einen Hintern. Und eine Katze, aber hauptsächlich einen Hintern. Sprich mit mir. Luputa. Erdmännchen im Himmel? Nein, Moment, das war ein anderer Film. Hör mal. Wenn ich mal groß bin, dann werde ich auch Ingenieur. Und dann baue ich ein riesen Luftschiff, mit dem alle irgendwann zum Spielen fliegen können. Soll das eine Referenz an Laputa sein, was ich gerade quasi referenziert habe? Man weiß es nicht, diese fliegende Stadt im Himmel. Obwohl, er wollte nur ein Luftschiff bauen. Was willst du? Der Rudolf. Weißt du, was das hier ist? Ein Teekocher. Kannst du es glauben? Dein Prototyp des neuen Dampfantriebs. Aber mit diesem Antrieb wird es im Haus immer so ekelhaft schwimmen. Sieh doch nur, ich bin vom Schwitzen völlig abgemagert. Ja, was hast du denn da am Hintern? Einen Steuerradpfropfen? Damit deine Frau dich durch das Einkaufszentrum steuern kann? Na, man weiß es nicht. So, ja, der Schatz wird mal mit einer Mimikkarte.
Yay! Unglaublich! Und hier, was drin das war, ist eine Zipfelmütze! Hätte ich mir auch eine weniger kaufen können. Und der hat eine Katze. Ja, wir haben ja gehört, Ingenieure sind Katzenfreunde. DK ist kein Ingenieur, dem würde ich das nicht zutrauen, aber er ist auch ein Katzenfreund. Das heißt, Katzenfreunde sind nicht zwangsläufig Ingenieure. Abgesehen vielleicht davon, wenn sie hier in Lindblum wohnen. Wir haben hier soweit alles fertig gemacht. Ich werde jetzt... Ich sehe euch wieder, wenn ich eingefahren bin. Wie heißt es noch genau? Jetzt im Theaterviertel. Genau, bis gleich. Und da sind wir auch so. Das Theaterviertel, die Destination, die wir besuchen müssen, damit wir auch den Plot vorantreiben. Aber, wie wichtig ist schon Plot? So, eine Lufttaxe ist schon was sehr Praktisches, aber ich würde mir wirklich ein stilvolleres Design wünschen. Die Marianne, sie sucht bestimmt ihren Michael. Hier in dieser Stadt wirkt alles so grob. Das waren ja bloß, was waren das bloß für Architekten? Zumindest gibt's hier welche. Willkommen im Theaterviertel. Die Lufttaxe fliegt 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wenn ihr vergenießt euren Aufenthalt. Tja, das wollen wir doch mal sehen, ob die wirklich immer fliegen. So, hier haben wir noch was. Die vielen Stadtviertel verbunden durch die Lufttaxe und Einkaufsviertel, Theaterviertel, Industriegebiet und Schloss. Wir arbeiten damit, sie bequemer leben können. Die Lufttaxenverwaltung. Ich hab's ja schon in der letzten Folge gesagt, aber auch wenn wir hier andersartige Informationen hören, wir können nicht per Pedes zwischen den verschiedenen, Orten hin und her laufen. Das geht nicht. Hier im Theaterviertel sind gerade alle nach dem Kartenspiel verrückt, was ich mir gar nicht vorstellen könnte. Wenn du also auch ein Spieler bist, dann wirst du keine Probleme haben, hier einen Gegner zu finden. Wenn sie hier wenigstens Magic the Gathering oder sowas eingebaut hätten. Meine Frau schwärmt auch für diesen Raoul. Oh, hier ist der Michael. Weißt du, wie man sich da als Mann vorkommt? Mit so einem Idol kann man eben nicht mithalten. Er scheint eifersüchtig zu sein. Dabei weiß er doch, dass ich ihn liebe. Na, Taubenmann? Taubenmann, red mit mir! Taubenmann! Was ist los, Taubenmann? Achtung, Vogelkot. Okay, das kann ich noch nicht. Das? Taubenmann? Taubenmann? Ja, genau. Ich komme auf hierher und füttere die Tauben. Na toll, das hat sich ja voll gelohnt. So, Dampfantrieb. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Steamboy. Zumindest hatte ich Steamboy gesehen, aber... Hat jemand von euch Steamboy gesehen? Irgendwie habe ich ja wieder ins Schloss zurückfinden können. Aber wo war gleich nochmal das Gemach der Prinzessin? Diese Stadt und dieses Schloss sind einfach viel zu groß. Ja, ich weiß, von außen ist es schon groß, von innen, bla. Ja. Entschuldigt, aber könnt ihr mir bitte sagen, wo ich hier eigentlich bin? Willst du etwas sagen? Du hast dich verlaufen? Na, ist es nicht ein bisschen peinlich für einen Soldaten? Aber was soll's, dann will ich mal nicht so sein. Wir befinden uns hier auf der Brücke, die das Schloss und die Luftschiff-Docks verbinden. Genau vor unseren Augen erstrecken sich die Docks ehrfurchtgebietend, nicht wahr? Boah, ey! Wahnsinn. Jedes Mal wieder wahnsinniger Ausblick. Und was ist das für ein gigantisches Luftschiff da? Schwer zu übersehen, was? Dieses majestätische rote Ungetüm, das ist die Hütte K2. Dank des großen neuen Dampfantriebs, den der Großherzog entworfen hat, kann die Hütte K2 auch dort fliegen, wo kein Nebel ist. Weil sie selber welchen macht. Dieses Schiff soll also wirklich ohne die Kraft des Nebels fliegen können. Was soll ich dir mal fragen? Schließlich gehört dem Dampf die Zukunft. Und im Gegensatz zu diesem Nebel besteht der Dampf ja auch aus Wasser. Für den menschlichen Körper besteht also keinerlei Gefahr. Und wieder einmal ist Lindblum dem Rest der Welt voraus. So, ich bin jetzt weg. Weil ich mich auskenne. Muha. Irgendwie kommt mir ja bekannt vor mit seiner Lederkappe. Ob wir ihn schon mal gesehen haben, ob wir ihn später auch mal sehen werden, ob er da eine besondere Rolle erfüllt. Andererseits weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich mich dafür richtig erinnere. Lindblum-Ausstellung. Anlässlich des 50. Jubiläums unserer Lindblum-Ausstellung darf der Gewinner ein Wandfresko in der Kirche malen. Okay, vielleicht ist es für Künstler eine, wie heißt es, eine ehrgebietende Untervorstellung, oder also ein Ruhm, eine Ehre, das machen zu dürfen, aber es ist ja Arbeit. Das Jagdfestival ist ein Heidenspaß. Ich glaube, ich male als nächstes ein Bild, auf dem man die tapferen Jäger ihrer Beute erledigen sieht. Stillleben in Rot oder so ähnlich. Ja, es tut mir leid. Manchmal muss ich ein bisschen improvisieren, weil, keine Ahnung, manchmal bei den Texten, da fließt es einfach. Da fließt der Text über meine Zunge nach draußen, also in das Mikrofon, dass es hört. Und manchmal, keine Ahnung, kommt es mir vor, als würde ich mir selber irgendwelche... Moment, war hier? Ah, jetzt, ja, da war was. Stell ich mir irgendwie scheinbar selber irgendwelche Zungenbeinchen. Auch heute liefern wir Ihnen ein Glücksherzchen. In Lila natürlich. Vereinsmitglied Nummer 28. Wo bleibt sie denn? Wo steckt diese Marisa nur bloß wieder? Bums, bums, hui.
Super Marisa Land? Mega Mari? Ah, ich habe keine Lust mehr zu warten. Was macht sie bloß? Hier unten kann man... Oh, wir können doch was machen. Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugert, zum Glück nicht Cruz. Nach 30 Metern. Mal gespannt, was nach 30 Metern ist. Das sind keine 30 Meter. Nie im Leben, kleiner Peter. Gedenkbühne zu Ehren Penelope Fugert. Mit Ich, der kleine Chocobo, spielten sie sich in ihre Herzen und mit Renmugire 2 wird sie die Theatergruppe Salvica erneut in ihren Bann ziehen. Raoul Bridges in der Rolle des Ubobo. Sollte nicht U-Boot. Da müsste er ja unter Wasser atmen können. Raoul Bridges in Renmugire Renn 2. Keine Tickets mehr. Na, ja, besser dieser Film als Mugri Rent. Der weibliche Mugri. Mein Prinz. Mein kleiner Prinz. Ob ihm wohl die Plätzchen schmecken werden, die ich für ihn gebacken habe? Du kannst mich ja mal probieren lassen. Heute ist die letzte Vorstellung von Raouls Stück. Oh mein Gott, das sind Groupies! Bitte nicht drängeln! Hey, wer bist du denn? Na dann sperrt mal die Lauscher auf! Ich bin Sedan, Mitglied der bekanntesten und berüchtigsten Räuberbande des ganzen Kontinents! Schon mal von dem gehört... Schon mal gehört von dem? Was soll denn das sein? Nö, nö! Steh uns nicht im Weg rum, klar? Ist ja gut. Wir wollen endlich Raoul sehen! Wo ist Raoul? Oh mein Gott! Wie lange willst du uns denn noch hinhalten? Bitte, ich bitte, noch etwas mehr Geduld. Raoul wird gleich hier sein. Oh. Heirate mich! Hallo, Fans! Wow, was für ein Kotzbock. Ich will ein Kind von dir. Begatte mich. Raoul. Thank you für eure Treue, meine teuren Fans. Ich werde eure Liebe nie vergessen. Oh, wie tuffig er läuft. See you all again. Ich liebe dich. Heirate mich. Yeah! Autsch, ich kann nichts sehen. Hättest du vielleicht mal ein paar Schlitze reinschneiden sollen. Thank you, dass sie sich heute Renmugire 2 angesehen haben. Kupo. Verschwinde, du fetter Mugri, du Dicker. Wir sind nur gekommen, um Raoul zu sehen. Raoul, wo bist du? Puh. Hey, du bist doch Raoul. No, du hast mich nicht gesehen. Aua. Plonk. Oh mein Gott, hirnlose Groupies. Der kann einem ja richtig leid tun. Ich weiß ja selber, wie das ist, wenn einem die Mädels in Scharen hinterherlaufen. Ja, Sinan, du bist ein Klüpfesprucher, Klopfesprücher, Sprüche, ach Gott, Sondergleichen. Na sowas, ich bin mir sicher, dass wir uns hier treffen wollten. Oh, da ist sie doch weggegangen und kam nie wieder her. Vorhin torkelte hier so ein Riesenmogel in Richtung Bahnhof vorbei. Ja, ich weiß, Looney Cloud, meine Damen-Interpretationen klingen alle gleich, aber was soll ich tun? Ich kann nur mal schlecht eine Ling Ling aus New York, aus Thailand einfliegen lassen, die mir dabei hilft. Und sich oben rechts... Ja, ich weiß, es ist eine Referenz an mein Zeichen in Setsu-RP, wo ich was Ähnliches gesagt habe. Oh, was ist das denn hier? Ah, das ist doch der von vorhin. Ich bitte dich, du hast mich nicht gesehen. Let me go. Hier, ich gebe dir auch was dafür. Oh, ich habe ein Autogramm erhalten. Wahnsinn. Danke, auf dich kann man sich immer verlassen, Markus. Thank you. Das kann so nicht weitergehen. Jeden Tag verstecke ich dich hier. So kriege ich mein Bild nie fertig. Deine Bilder sind sowieso no good. Vielleicht solltest du was anderes versuchen. Also so wie ich Raoul gerade spreche, erinnert irgendwie mich an Mr. Two. Lass uns beide große Stars werden. Kunst kann man auch auf der Bühne ausdrücken. Ach, keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Verwechsle bloß nicht meine Kunst mit deinem Laientheater. Wenn du ja fertig bist, dann geh bitte wieder. Und hier finden wir jetzt noch das Schlüssel-Item. Mugri-Mugel-Kostüm. So, wo wir gerade dabei sind, wurde ich schon mal angesprochen, ob ich da nicht irgendwie mal die wichtigen, wertvollen Items hier zeigen kann. Mit der Beschreibung. Silberkette, Staatsschatz Alexandrias. Auf dem großen Anhänger ist das rechtmäßige Emblem des Königreiches zu erkennen. Wahnsinn. Eintrittskarte, die tragischste Liebesromanze aller Zeiten. Dein Storch möchte ich sein. Die wahre Liebe zweier Menschen aus unterschiedlichem Stand. Wow! Kontinentkarte. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es gilt als erstes, die eigene Furcht zu besiegen. Stahlklaue Fredley. Oh mein Gott! Besser als Renmugire Renn 2. Mugris Flöte. Das Ding da? Auf dem Kopf, meine ich. Ich bummel mir auch gleich ein. Ach so, das ist Bark im Schlaf. Hat eben falsch, übersetzt quasi. Kupo, Kupopo, Kupo, Kupi, Kupo. Danke, Pon. Sag mal, Licht, Schlürf, Hechel, Kupo. Moguta, wer auch immer das ist. Vielleicht haben wir schon begegnet, sind wir schon begegnet, ich weiß es nicht. Raoul Bridges, Autogramm, in Treno geboren. Wächst in Lindblom auf, genannt der Adonis von Lindblom. Berühmtester Auftritt in Renmugire Renn 2. Morgen läuft's an. Deswegen auch so erfolgreich.
Oho, gar nicht schlecht. Ist aus edlem Stoff gemacht. Da wird sich Iria bestimmt freuen. Was denn? Ist kein Geschenk? Irias Großmutter. Er spricht so. Aries sind 12 Kameraden. Um die Seele der Virgo zu finden, überlegten wir. Und so gingen Aries auf Reisen gen Osten. Erzählungen der Stellatia. Ist später noch von Relevanz. Wir haben hier soweit alles... Nein, wir haben hier soweit noch nicht alles erledigt. Wir müssen noch, noch ins Tantalus. Wie heißt es noch gleich? Tantalus Unterschlupf. Ein Unterschlupf der Tantalus-Bande, an dem ich die ganze Zeit immer vorbeigelaufen bin. So, da gehen wir jetzt rein, weil wir hier hin müssen, um den Plot ein wenig vorwärts zu bringen. Und ich hoffe, dass ich noch einigermaßen gut in der Zeit bin, weil... Wir sind die Schatztruhen hier! Sie sind immer noch nicht zurück. Ohne sie ist es hier so unheimlich still. Ob sie es überlebt haben im finsteren, verwunschenen Wald? Ich meine, sie sind keine so großartigen Kämpfer wie wir. Ich meine, sie haben Sinner, den Bayern, dabei. Okay, der kann ruhig aufgefressen worden sein. Wie konnte ich sie nur alle zurücklassen? Oh oh, jetzt passiert was. Es ist schon so spät, was Lilly wohl jetzt macht. Heiraten? Begraben werden? Ich meine, es muss ein Omen sein, dass ausgerechnet jetzt die Glocke läutet. Was kann ich tun? Ein Kreuzworträtsel lösen oder mal eben an der Flasche hier nuckeln? Nein, es kommt, glaube ich, Text. Der Klang dieser Glocke, da ist wohl gerade eine Vorführung im Theaterviertel zu Ende gegangen. Oh, die Elitewache. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich will mir ein bisschen die Beine vertreten. Ich bin untröstlich, Prinzessin, aber seine Exzellenz der Großherzog gab eigens die Anweisung, euch dies nicht zu gestatten. Da in Kürze das alljährliche Jagdfestival abgehalten wird, haben sich Besucher aus aller Herren Länder in Limplum eingefunden. Und sicherlich befinden sich unter diesen auch einige Halunken und Diebe, die im Schutz der Massen ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen wollen. Außerdem weiß im Moment nur ein ausgewählter Personenkreis über eure Anwesenheit Bescheid, Prinzessin. Es dient nur zu eurer eigenen Sicherheit, Prinzessin. Also bitte verlasst für eine Weile das Schloss nicht. Ich verstehe. Ach, in ihren Käfig, goldenen Käfig eingepfercht. Nein, ich kann hier so nicht einfach herumsitzen. So erreiche ich gar nichts. Ich bin nicht nach Lindblum gekommen, um mich dann wie ein kleines Kind behüten zu lassen. Alles, was ich will, ist Mutter helfen. Mit dem Kopfschuss. Ja, ich weiß, ihre Mutter, sie versucht das Beste. Ich sollte keine Witze drüber machen. Da bist du ja! Hurra! Er ist wieder da! Also, dann gib mal Bericht ab. Schließlich gehören wir ja auch zu Tantalus. Hä? Ja, Onkel Bark sagte nämlich, klar. Klar, wenn ihr auch einen feinen Schatz findet, dann nehme ich euch in die Bande auf. Da, sieh mal her! Ich glaube, das könnten Kinder sein, die ich sogar mag. Rakadusflügel, das ist aber echt ein feiner Schatz. Alle Achtung! Jetzt gehören wir zur Bande! Juhu! Und verlief der Einsatz nach Plan? Ja, mehr oder weniger. Prinzessin Garnet ist jedenfalls im Schloss. Tantalus versagt ihn nie! Und schon was mit am Laufen mit der Prinzessin? Ja, genau. Hast du schon eine Verabredung mit ihr? Naja, irgendwie ist sie ziemlich beschäftigt und da hat sie keine Zeit für mich. Nein, sie fühlt sich sicher auch einsam ohne dich. Ja, bestimmt. Vielleicht gehst du sie mal besuchen. Ich drück dir beide Daumen. Alles Gute! Das sind tatsächlich mal Kinder, die ich mag. Unglaublich! Kein Wunder, das ist ein klasse Spiel. Die zwei Kleinen haben recht. Außerdem würde ich gern wissen, ob sie schon mit Sid gesprochen hat. Jetzt gucken wir doch mal, was die in ihren Truhen versteckt. Ich meine, Schausteller. Eindeutig Schausteller. Oder Schatzjäger. Genau, Schatzjäger. Schatzjäger haben, naja, müssen die Schätze drin haben und, nein, wenn Gil drin sind, dann sind es vielleicht doch Diebe. Bonk! Ich meine, Schatzjäger. Minibomes hier. Muss bestimmt von, wie heißt er noch gleich, von diesem Sinner-Heini sein. Vielleicht ist er da, hat er da irgendwelche Lackpuppen mit drin. Genau. Ich werde jetzt nicht jedes Mal in die wertvollen Items gehen. Ich mache jetzt nur mal, weil ich jetzt gerade wieder eins bekommen habe. Ich mache das irgendwie mal on bulk, sag ich jetzt mal. Minibomes hier. Und der Sammler erzielt diese Figur den Höchstpreis. Ich glaube, ein Mini-Stadtmodell oder sowas. So, ich fahre jetzt ins Schloss, glaube ich. Nee, Quatsch, Moment, es kommt noch was. Nämlich Bark und Co. Und danach werde ich Ostwind ins Schloss fliegen. Fahren. Obwohl diese Taxen fliegen ja eigentlich auch, oder? Ohne Nebel? Tschau! Oh mein Gott, der Bayer hat überlebt. Oh, er hat mir was aufgenommen. Wieder zum Leben, Herr Wuchzifix. Aber uns sieht der verwunschene Wald plötzlich versteinert tot. Doch die des Worstern gefäßen. Aber zum Glück haben wir den Trammelfort gefunden, Sifix. Dank Blank, der auf diesen kleinen Quellfluss gestoßen ist, bevor er sie dann die Karte gebracht hat und so. Und was jetzt, Schiff? Wir können Blank nicht einfach
und so. Ich weiß schon. Erstmal sollen die anderen, die noch am Flussufer sind, bei diesem Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen. Cilla, geh sie holen. Und was Blank betrifft, es ist wohl besser, wenn wir die Versteinerung des Waldes nicht aufheben. Das ist dein Ernst und so? Damit wir uns richtig verstehen. Wenn es um die Rettung eines Kameraden geht, ist es mir schnurzpiepegal, was mit mir oder Weiß der Nebel wem passiert. Dann. Ich will nur sagen, dass Blank sich sicher keine Rettung wünscht, indem wir den ganzen verdammten Wald mit all seinen Drecksviechern wieder zum Leben erwecken. Auch wieder war es so. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen einen Weg finden, einzig und allein Blanks Verteidigung aufzuheben. Noch ist es nicht zu spät. Auf jeden Fall sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht. Verstanden und so. Zum Braugruß! Und stopft Cilla bitte das Maul. Mit einem Braugruß! Ob für Blank noch Rettung ist? Da hinten ist eine Schatztruhe. Sag mal, Cilla, was machst du da eigentlich? Mit dem Quellwasser, Kuddy, sicher, guten Kaffeekuchen. Ich suche nur noch gerade mein Bonesam. Du weißt, was mit denen passiert, die nicht unverzüglich die Befehle des Chefs ausführen. Na, euch nur den nicht. Ich hole gleich die anderen. Bitte ein Krippchen dabei. Bitte. Bitte. So, ich kehre aufs Spiel zurück ins Schloss. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ui, shit, das machen wir beim nächsten Mal. Ich gehe wieder ins Business-Viertel speichern. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zusehen. Dundu. Shit, das war nicht die Station. Bis gleich. Ich meine, bis morgen. Ich meine, kann sein, dass morgen nichts kommt, weil ich momentan viel zu tun habe. Am Montag werde ich vielleicht nicht zum Aufnehmen kommen. Deswegen vielleicht einen Tag dann später. Ciao.